Herzlich willkommen beim FPÖ-TV-Magazin. Folgende Themen haben wir heute für Sie vorbereitet. Die Wiener Liste für die Wahl 2015 steht mit Bezirksvorsteherin Ursula Stenzel. Mit Mut zur Wahrheit will die FPÖ bei der Landtagswahl in Oberösterreich auf Platz 2 vorstoßen. Morgen Freitag steigt der Wahlauftakt der Wiener Freiheitlichen. Die Hymne für diese Wahl wurde bereits präsentiert. Am Dienstag präsentierte der Bürgermeisterkandidat der FPÖ für Wien, Obmann H.C. Strache, die Bezirksvorsteherin des 1. Wiener Gemeindebezirks, Ursula Stenzel, als unabhängige Kandidatin auf der Liste der FPÖ für die Wienwahl am 11. Oktober. Das gemeinsame Ziel ist es, eine bürgerlich-liberale Mehrheit für Wien zu gewinnen. Seit Jahren arbeitet die FPÖ in Sachfragen bereits mit Stenzel zusammen. H.C. Strache freut sich, gemeinsam zahlreiche weitere Ideen umsetzen zu können. Mit der Kandidatin Ursula Stenzel sei man auf dem besten Weg dazu, die soziale Komponente um die Komponente einer echten wertorientierten Volkspartei zu ergänzen. Also eine soziale Volkspartei, die ein Ziel vor Augen hat, Wien vom roten Joch zu befreien. Es freut mich ganz besonders, Ihnen heute offiziell mitteilen zu dürfen, dass die von mir sehr geschätzte Frau Bezirksvorsteher Ursula Stenzel, die Bezirksvorsteherin des 1. Bezirks, als unabhängige, und zwar ausdrücklich als parteiunabhängige Kandidatin, auch im 1. Bezirk für die FPÖ als Bezirksvorsteherkandidatin wieder ins Rennen gehen wird und auch als parteiunabhängige Kandidatin auf der Liste der FPÖ für die Wiener Gemeinderats- und Landtagswahl auf dem Listenplatz 3 antreten wird und auch in diversen Regionalwahlkreisen für uns auf der Wien-Wahlebene antreten wird, weil es wichtig ist, dieses Signal auch zu setzen über die Bezirksgrenzen hinaus. Jetzt ist das sogenannte Outing gekommen. Ein Outing, auf das ich mich lange mit reiflicher Überlegung vorbereitet habe. Und ich sage gleich zu Beginn, es geschieht nicht aus persönlichem Ressentiment. Ich war parteiunabhängig länger in meinem Leben, als ich in einer Partei war. Und ich werde meine Unabhängigkeit auch jetzt wahren. Ich bin dieselbe geblieben, die anderen haben sich verändert. Das ist eine Chance für einen nachhaltigen politischen Wechsel. Das ist die Chance, auch zur stärksten politischen Kraft in Wien zu werden. Und ich betone, nur dann, wenn wir zur stärksten politischen Kraft in Wien werden, besteht auch wirklich die realpolitische Chance, Rot-Grün zu überwinden, weil diese beiden Parteien am Ende keine Mehrheit mehr haben werden und damit auch andere demokratische Mehrheiten möglich zu machen. Ich tue dies, weil ich glaube und der Überzeugung bin, dass ich die Ausgrenzung der FPÖ immer schon als schweren demokratiepolitischen Fehler erachtet habe. Die FPÖ hat in gewisser Weise bereits jetzt die ÖVP als Volkspartei mit einer starken sozialen Kompetenz abgelöst. Die Diffamierung, jahrzehntelange Diffamierung, kann ich sagen, der FPÖ als rassistisch, als rechtsextrem, hat nur einem Zweck gedient, nämlich dem Machterhalt der SPÖ in Wien und damit auch im Bund. Mit Mut zur Wahrheit und Reformen will die FPÖ in Oberösterreich bei den Landtags-, Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen am 27. September einen Wandel fürs Land erreichen. Vergangenen Samstag starteten die Freiheitlichen in Wels in den Intensivwahlkampf. Landesparteiobmann Manfred Heimbuchner betonte, dass die Menschen in Sorge seien und keine der beiden Altparteien, die Österreich seit über einem halben Jahrhundert umklammern, ihnen helfe. Er versprach vor den über 4000 anwesenden Sympathisanten einen positiven Wandel mit der FPÖ. Auch FPÖ-Obmann H.C. Strache erwartet für den 27. September ein historisches Ergebnis in Oberösterreich.
Sehr zuversichtlich hat sich die FPÖ-Spitze heute bei ihrem Wahlkampfauftakt in Wels gezeigt. Man stehe kurz davor, das beste Ergebnis bei Wahlen in Oberösterreich zu erreichen und habe damit die historische Chance, als zweitstärkste Partei im Land Regierungsverantwortung zu übernehmen. In Wels will die FPÖ stärkste Partei werden und den Bürgermeistersessel erobern. Wollen wir wirklich weiter in einer Stadt leben, in der wir uns nicht mehr zu Hause fühlen, wo es in manchen Stadtvierteln kein Wort Deutsch mehr gibt, das man dort zu hören kriegt? Ich werde auch dafür kämpfen, dass dieses Bild von der Heimat, das wir kennen, dass das auch für nachfolgende Generationen erhalten bleibt. Fehlentwicklungen sind weder in Stein gemeißelt, noch von Gott gewollt. Sie sind durch Menschenhand entstanden und man kann es durch Menschenhand, nämlich wir, auch wieder verändern. Damit wir stärker werden. Helft uns, damit es eine Veränderung gibt. Und ich kann und will euch nicht das Blaue vom Himmel versprechen, aber ich verspreche euch meinen ganzen Einsatz, meinen vollsten Einsatz bis zur Erschöpfung. Und morgen am Freitag, dem 4. September, findet dann am Viktor-Adler-Markt in Wien Favoriten der offizielle Auftakt der FPÖ zur Wien-Wahl 2015 statt. Wir laden alle herzlich ein, daran teilzunehmen. Oktoberrevolution 2015. Kommt zum Wahlauftakt der FPÖ Wien mit HC Strache. Freitag, 4. September, 16.30 Uhr. Viktor-Adler-Markt, Wien-Favoriten. Oktoberrevolution 2015. Wien tauscht Häupl gegen HC Strache und nimmt für Rot-Grün süße Rache. Keine Wahl ohne dazugehörige Hymne. Unter diesem Motto präsentierte die FPÖ Wien gestern im Alpendorf im Wiener Prater die offizielle freiheitliche Wahlkampfhymne zur Wienwahl 2015. Gesungen von Werner Otti verspricht der Song »Immer wieder Österreich, bleib mir Heimat, dumme Wien« ein großer Hit zu werden. Am besten, wir hören gleich rein. Singe dieses Lied, hab ich Tränen in mein Gesicht. Es sind Tränen voller Stolz und ich schäm mich ihrer nicht. Dieses Lied ist für das Land, das mir meine Heimat ist, dem ich so viel verdank und das ich niemals mehr vergiss. Solang ich leb und atmen kann, wird dieses Land allein mein Zuhaus und meine Liebe sein. Es darf keine Rollen spielen, ob's arm bist oder reich. Die Hauptsache ist in deinem Herz, schlägt unser Österreich. Immer wieder Österreich, immer wieder Österreich, für immer und ewig. Immer wieder Österreich, immer wieder Österreich, immer wieder Österreich, für immer und ewig. Für Ehrlichkeit, Gerechtigkeit und Treue sind wir Österreicher stets bekannt. Drum reicht euch jetzt wie allerbeste Freunde die Hand, die Hand, die Hand, die Hand und schwört auf euer Land. Immer wieder Österreich, immer wieder.
voll auf unser Wien. Dort, wo meine Wurzeln liegen, wo ich mich nicht erklären muss. Das schöne Gefühl ganz tief in mir, wenn ich verstanden werd von dir. Es gibt's kein zweites Mal auf der Welt. Das ist das Einzige, das Einzige, das zählt. Bleib daheim, du mein Wien. Ich halt immer zu dir, mein Wien. Du bleibst in meinem Herzen drin. Das gesamte Video zur Wahlhymne gibt es ebenso in unserem YouTube-Kanal wie einen Bericht über die gestrige Präsentation im Alpendorf im Wiener Prater. Im Video zu sehen sind auch Bilder von der Großglockner Besteigung durch die FPÖ-Führungsmannschaft rund um HC Strache. Eine Gruppe von Spaßvögeln im Facebook brachte ihr das Gerücht in Umlauf, die Gipfelaufnahmen seien in einem Studio gemacht worden, in einer Greenbox, in der ich gerade stehe. Liebe Hobby-Satiriker, wir verraten euch ein Geheimnis. Die Berge hinter mir sind nicht echt. Der Großglockner unter den Füßen von HC Strache sehr wohl. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie auch nächsten Donnerstag wieder bei uns reinklicken. Auf Wiedersehen.